Hallo, ich bin hier unterwegs mit meinem Fahrrad und meinem Bass auf dem Weg zu einer Probe, zu einer besonderen Probe. Einerseits, weil sie mit zwei Schlagzeugern stattfindet, weil wir heute Abend einen Jazz-Gig haben mit zwei Schlagzeugern. Und andererseits, weil ich diesen Proberaum so besonders finde. Und zwar befindet sich dieser Proberaum in der Wohnung einer der beiden Schlagzeuger, im Penthouse sozusagen, mitten im Zentrum der Stadt. Und das habe ich auch nicht alle Tage. Normalerweise probe ich in Proberäumen, in fensterlosen Proberäumen. Und heute, das ist ein besonders schöner Proberaum. Hier könnt ihr noch ein bisschen was sehen von den Fahrradwegen in Bogota. Die meisten Leute, wenn sie nach Bogota kommen, sind erstaunt, dass es hier überhaupt Fahrradwege gibt. Ein super Proberaum, meiner Ansicht nach. Platz für zwei Schlagzeuge. Und hier mit Fenster und Sicht nach draußen. Jetzt sind wir hier auf diesem super Balkon, dieser super Terrasse im Penthouse von diesem Proberaum. An einer belebten Ecke in Bogota. Hier im Herzen der Hauptstadt. Also ich weiß nicht, ich finde das eine super Aussicht, wenn man so zentral wohnen kann und noch gleichzeitig den Proberaum hat. Jetzt bin ich auf dem Weg zum Gig, diesmal mit dem Auto. Das habe ich zwar um die Uhrzeit auch schon mit dem Fahrrad gemacht, aber besonders die Rückfahrt dann um Mitternacht ist doch nicht so angenehm. Außerdem habe ich sowieso heute den Verstärker im Kofferraum. Das ist jetzt der Norden der Stadt. Und hier bin ich auch schon da. Ankündigungsplakat, das obligatorische Gruppenfoto und der freundliche Inhaber hat uns auch noch was Leckeres zu essen spendiert. Jetzt bin ich schon wieder auf der Heimfahrt durch leergefegte Straßen. Das ist jetzt der Morgen nach dem Gig. Und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und schau dir auch mal meinen völlig kostenlosen Kurs an, wie man die Töne auf dem Bassgriffbrett findet. Tschüss!